Herzlich willkommen zu diesem Video, bei dem ich dir etwas über Google Drive Tabellen zeigen möchte. In diesem Video geht es darum, wie man Zeilen und Spalten fixieren kann. Zeilen und Spalten fixieren bedeutet, dass ich einen bestimmten Ausschnitt aus der Tabelle fixiert habe, der wird sich nicht bewegen. Und wenn ich dann anfange hier zu scrollen, zum Beispiel nach unten hin, wenn ich hier nach unten scrolle, bleibt da nichts mehr dann übrig. Wenn ich hier nach oben scrolle, kommt dann wieder etwas normalerweise. Das kann ich unterbinden, kann also festlegen für einen bestimmten Bereich der Tabelle, welche eben dann fixiert bleibt. Schauen wir uns das am besten gleich an, dass man sich am besten vorstellen kann, was ich damit meine. Gehen wir auf Ansicht und Zeilen fixieren. Da kann man die Anzahl der Zeilen fixieren, die von oben gerechnet dann eben hier vorhanden sind. Nehmen wir mal 7 Zeilen zum Beispiel. Dann sieht man, dass hier jetzt dann eine Markierung stattfindet. Das sind die ersten 7 Zeilen von oben aus gesehen. Also würde es für uns hier dann Anzahl verkaufter Produkte im Monat Jänner betreffen. Und wenn ich jetzt hier herunter scrolle, würde der untere Bereich weggehen. Man sieht hier die entsprechende Zeilenanzahl. Und der obere Bereich bleibt fixiert. Wenn ich wieder hinaufgehe, bleibt das dann wieder erhalten. Das heißt, ich kann das dann auch wieder dann entsprechend dann wieder einblenden. Keine fixierten Zahlen. Wenn man diese Funktion verwendet, dann bietet es sich dementsprechend an, die Tabelle, die man anzeigen möchte, möglichst weit nach oben zu verschieben. Das heißt, ich gehe jetzt hier mal her und lösche dann zum Beispiel hier mal die erste Zeile löschen, löschen dann die nächste Zeile löschen, noch einmal Zeile löschen, hat das also jetzt ganz oben und werde jetzt noch einmal die Fixierung vornehmen, Zeile fixieren, die ersten 4 und dann passt dann schon ganz gut dazu. Wenn ich jetzt hier runter scrolle, verschwinden dann immer mehr. Gut, das soweit zur Einblendung. Ich kann das jetzt hier wieder dann zum Beispiel ein bisschen zurücknehmen und kann hier dafür sorgen, dann, dass diese Aufhebung der Fixierung dann vorgenommen wurde. Und das Ganze kann ich dann auch machen, dass ich Spalten zum Beispiel fixiere, indem ich dann zum Beispiel hierher gehe, hier auf Ansicht gehe, Spalten fixieren vielleicht 4, habe dann hier einen Bereich, kann dann hier weiter zum Beispiel herüber scrollen. Also das gesehen, wie man hier Zeilen und Spalten fixieren kann. Bis zum nächsten Video.